Das ist so geil. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es geht jetzt weiter mit der Moto Guzzi Tour hier in Italien im Jahr 2021. Und der heutige Abschnitt führt uns zum Lago di Como und Mandello di Lario, der Herkunftsort der Moto Guzzis. Einer zumindest vielen Werken. Und natürlich anschließend weiter in ein Hotel, wo ich dann übernachtet habe. Aber das werden wir im Video uns genauer angucken. Wenn euch das heutige Video gefällt, vergesst bitte nicht, ein Like zu hinterlassen. Ich bin Nivisepe, willkommen zurück auf meinem Kanal und wir sind jetzt am zweiten Tag in Italien unterwegs zum Comersee, Lago di Como, Lake Como, wie ihr wollt. Mir völlig egal, wie ihr das ausspricht. Wir fahren quasi im Norden von Italien raus aus der, ich bin aus der bergigen Region raus ein bisschen. Also was heißt raus, ich bin noch mitten dazwischen, wenn ihr mal rechts und links guckt, ne? So ist das nicht, aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt direkt durch Berge durchfahre. Das kommt im Laufe des heutigen Tages nochmal, einfach weil ich es dazu nehmen wollte. Die Sache ist nämlich die Strecke, die ich für heute geplant habe, habe ich jetzt schon ein bisschen überarbeitet. Denn ich finde es tatsächlich gar nicht mal so angenehm, in Italien zu fahren. Klingt jetzt blöd, aber es ist einfach so. Seht, nimmt diese Straße hier. Sie ist durchgängig. Überholverbot. Und dann hast du einen Laster vor dir. Und dieser Laster fährt durchgängig etwa 35. Und du kommst eigentlich nirgendwo an ihm vorbei, einfach weil es wirklich voll ist auch. Ihr seht ja jetzt gerade, es ist voll. Das ist einfach krass. Darum habe ich die Strecke ein bisschen verändert im Sinne von, im Sinne von, die großen Distanzen überbrücke ich per Autobahn. Hoppala. Und die Orte, die ich dann mir angucken wollte, da fahre ich dann quasi ab. Sowieso eine Sache. Ich bin losgefahren und der hat mir gezeigt, ich brauche bis 14.10 Uhr. Ich fahre 20 Minuten, weil ich einem LKW hinterher fahre. Und schon ist es 14.20 Uhr. Wenn ich ankomme. Also sprich, ich habe in 20 Minuten Fahrt 10 Minuten verloren. Das ist einfach zu krass. Und deswegen die ganze Sache nochmal ein bisschen umgestaltet, die ganze Strecke ein bisschen umgebaut. Also fahre ich jetzt direkt an Comersee. Da bin ich jetzt fast, kann nicht mehr lange dauern jetzt. Und dann werden wir anschließend nochmal gezielt in eine kleine Bergregion mit ein paar Passstraßen reinfahren, mit Serpentinen hoch und so weiter und so fort. So ein bisschen das, was wir gestern schon gemacht haben, nochmal wiederholen, ein bisschen festigen, ein bisschen verbessern. Und dann geht es tatsächlich wieder auf die Autobahn, um zu meinem Ort zu kommen. Trotz dieser Modifikationen bin ich mittlerweile bei einem geschätzten Ankunftszeitpunkt von 15.20 Uhr. Und das ist schon wieder eine halbe Stunde später, ohne dass ich irgendwo angehalten habe, großartig, als ich von Anfang an quasi geplant hatte dann. Also, ja, was soll ich sagen? Kalimoto hat mir hier an sich gute Strecken rausgesucht, auch super kurvig, bringt es nach wie vor. Die Sache ist nur die, dass Kalimoto halt nicht berücksichtigt, dass hier auch LKWs einfach auf jeder Art von Straße fahren oder rollen, weil sie sich nicht trauen zu fahren. Ansonsten ist es halt ziemlich
durchschnittliches Italien hier in Piona. Kann man jetzt nicht sagen, ist super, super toll oder nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Was mir aufgefallen ist, ist so rein von der Architektur her, dass es hier wirklich viele Gebäude gibt, die einfach mal noch so richtig aus Steinen gebaut sind. Also ich meine jetzt nicht Ziegelsteine, sondern Steine. Irgendwie irgendwo rausgebrochen oder auf der Straße gesammelt. Alles mit Zement irgendwo reingestopft und dann baust du ein Gebäude draus. Was erstmal, naja, gar nicht mehr so schön wirkt. Und da ist er. Der Comersee. Dorio. Ziemlich geile Nummer. Die werde ich jetzt eine ganze Weile lang quasi entlang der Küste fahren. Und ich denke mal, ich bin jetzt der Langsame, über den er sich ärgert, der hinter mir. Wir werden sehen, ob das so ist. Vielleicht hätte man auch hier mal ranfahren können. Fuck. Ziemlich geil. Hier macht es mir jetzt wieder Spaß. Ne? Also unzweifelhaft zu sehen. Hier ist die Strecke wieder cool. Der Boden ist, oder die Fahrbahn ist quasi neu. Was auch irgendwo schon geil ist. Aber halt auch die Landschaft, Leute. Der See, der Hammer. Auch wenn er jetzt gleich wieder weg ist. Keine Sorge, der kommt gleich wieder. Wir fahren noch ein Stückchen entlang der Küste. Küste sagt man, glaube ich, gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Bei einem See sagt man da Küste. Eins kann ich euch sagen, mir ist heiß. Es ist so heiß heute, also laut meiner Uhr 30 Grad, wir können mal kurz gucken, was die Guzzi sagt. Guzzi sagt 32 Grad, alter Verwalter, da nützt auch der Fahrtwind nichts. Heute ist es einfach richtig heiß, aber windig. Windig ist so eine Sache, windig begleitet mich gerade. Überall hin. Guckt euch das an. Ist das nicht geil? Also gemessen daran bin ich vollkommen okay damit, dass ich jetzt ein Stück Autobahn gefahren bin und dafür die Landschaft geskippt habe. Der Hammer. Das ist nicht geil. Ja, das ist nicht geil. Sehr geil, Leute. Das ist sehr, sehr geil. Maybe. Das habe ich mir erwartet so ein bisschen, ne? So, die Aussicht. Hier ist es auch einigermaßen ruhig. Hier hast du keine LKWs die ganze Zeit vor dir. Wunderbar. So möchte ich es gerne weiter haben.
Es ist das ist toll. Sonst hast du hier natürlich ganz typische italienische Bauweise. Meistens etwas alt schon. Wenig Pflege. In vielen Objekten zumindest. Ja, auch Italien hatte so seine 80er, 90er Jahre. Da haben sie viel gemacht. Und irgendwie ist das alles seitdem in Stocken geraten. Und da sagt man trotzdem, der Norden ist der reiche Part. Ne? Weiß ich nicht. Das ist schon ziemlich cool. Guckt euch das mal an. Also richtig mit Zeit lassen, ne? Ich feier's. So, geht weiter. Lasst mich ehrlich sein an der Stelle. Mit dem Stopp wollte ich jemanden hinter mir loswerden, der irgendwie immer auf einen Meter rangefahren ist und dann trotzdem nicht überholt hat. Selbst dann, wenn man langsam gefahren ist und gewunken hat. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, diese Stops, die hier überall sind, sind nicht ohne Grund. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das ist ziemlich geil. Ah, da kommt eine Burg. Alter! Ja, Mann, genau so. Guckt euch dieses Freibad an, ja? Oh, guckt euch dieses Freibad an. Die haben an alles gedacht, Alter. Nur an keine, ja, weiß ich nicht, Nutzer irgendwie. Das hätte ich als Kind gefeiert. Bilder sehen will, kann übrigens auch auf meinem Instagram-Kanal nachgucken. Das ist einmal MotoGuzzi_V7_Berlin und dann natürlich noch Nevis LP. Ansonsten kommt jetzt gleich das nächste Stück direkt an der Küste und irgendwie, ich kann mir nicht helfen. Auch wenn wir das jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, ich bin immer noch völlig hyped davon. Und werde auch wieder mich hier drauf freuen, ganz genau. Auch hier brauche ich nochmal ein Bild von. Tunnel, krass.
das nichts gegen Tunnel hätte oder so. Nein, Quatsch, nicht, dass ich was gegen Tunnel hätte oder so. Aber Sache ist einfach die, wenn du von draußen reinfährst und deine Augen dieses Licht gewöhnt sind, ist erstmal blind. Das ist so krass. Hier ist ja auch keine Lichter, keine Lampe drin, gar nichts. Das ist so geil. Oh hier, ich wollte gerade sagen, da ist eine Drohne, aber nein, das ist ja so ein echtes Ding, so eine Möwe oder so. Alter Verwalter. Die Sache ist die, das mit der Drohne könnte man, glaube ich, echt mal machen hier. Mal schauen, ob ich irgendwo mal einen Spot finde, der dafür geeignet ist, aber ich denke schon. Hier wieder Tunnel. War nur ein ganz kurzer, Gott sei Dank. Aber es bleibt krass. Ich weiß nicht, ob die Kamera das auch hat oder nicht. Ich kann ja wahrscheinlich relativ schnell umregeln. Ich bin erstmal krass blind. So, Belano. Strand. Das ist toll. Hier wiederum, ich habe ja vorhin gesagt, da wo ich gefahren bin, Norditalien, so diese ganze Art und Weise, wie das da halt so ist, da kann ich mir das Leben oder Wohnen eher nicht vorstellen. Hier wiederum, dann schon. Das ist ziemlich cool. Gut, wir fahren jetzt erstmal durch eine Stadt durch, sehe ich gerade schon auf dem Navi. Eine rote Guzzi. Wer hätte das gedacht? Wir werden hier eh sowieso wahrscheinlich eher öfter noch Guzzis treffen, hoffe ich. Weil Hotspot. In so einem Örtchen, doch, da könnte ich dann leben wiederum. Gehst du abends ein bisschen raus in irgendein Café oder an den Strand. Das ist alles akzeptabel, im Gegensatz zu diesem ländlichen, wo alles eher anstrengend war. Oh, ein Berliner. Hier auch mit den kleinen Tunnelchen für die Bahnen. Hat alles was. Das ist alles so niedlich irgendwie. Hier ist es auch relativ gepflegt tatsächlich. Eine Sache, die ich übrigens auch in den Niederlanden so erlebt habe, war, dass die ganzen Städte alle überaus doll gepflegt waren. Also es lag nirgendwo Müll rum. Die meisten Häuser waren alle im guten Zustand. Viele von den Neubauten waren Neubauten mit Niveau, sage ich mal. Also nicht nur ein Klotz, sondern so, dass sie wirklich gut aussehen. So, hier endet Belano. Ich hasse es, wenn Italiener an mir kleben, weil wie gesagt, die fahren alle auf einen halben Meter Abstand. Das ist mir nichts. Das finde ich nicht in Ordnung. So. Hier raus.
Mal gucken, wie das hier mit dem Platz aussieht. Ja, sollte gehen. Mittlerweile sind wir in Mandello dell'Ario, der Ort, aus dem die Guzzis kommen. Und wir gucken jetzt einfach mal, wo das Werk ist. Das ist nämlich das, wo ich auf jeden Fall vorbeifahre, hatten wir eben schon gesagt. Ansonsten natürlich neben der Tatsache, dass hier das Werk ist, ist es trotzdem ein toller Ort, aufgrund der Tatsache, dass sie wieder direkt an der Küste ist. Ich war eben auch noch mal kurz im Café tatsächlich, weil es doch sehr heiß ist und jetzt brauchte ich auch mal was zu trinken. Und es war so schön auch unten direkt an der Küste. Ich weiß halt nicht, ob das das richtige Wort ist, dass ob man das hier sagt oder nicht. Ist ja auch egal. Toll. Was soll ich da noch sagen? Ich habe zwischendrin auch ein paar Drohnenaufnahmen gemacht, auch die werde ich euch einblenden oder schon eingeblendet haben. Ihr werdet sehen. Uiuiui.
nach wie vor absolut hyped, dass ich das hier mache. Jetzt kommen wir so ein bisschen ins Inland. Und da ist es halt, ja, so wie überall anders auch, wo ich sagen würde, naja gut, ja. Die Stadt ist halt nicht nur komplett an der Küste, sondern eigentlich an sich ist die Stadt, glaube ich, ziemlich groß oder verhältnismäßig groß für italienische Verhältnisse. Hier diese eine Schiene, die hier die ganze Zeit entlang der Küste auch lang geht, das ist bestimmt auch nur so eine Tuckelbahn, die hier lang fährt. Das ist ja so typisch italienisch. So ein, weiß ich nicht, so ein Dieselzug aus Anno Dazumal. Ich kann euch hier mal sowas einblenden. Die Dinger kenne ich zumindest seitdem ich klein war. Auch durch unseren Ort tuckeln die. Deswegen auch was Niedliches irgendwie. Naja. Sehr ursprünglich. Wir nähern uns quasi der Zielgeraden. Was mir aufgefallen ist, ist, dass man hier nicht so grüßt, wie man das in Deutschland macht. Also nicht so in der, nicht, das machen nicht so viele. Wahrscheinlich sind das nur die Touristen. Ich sehe ja deren Kennzeichen nicht, wenn sie mir entgegenkommen. So, Zielgerade. Wie sollte das anders sein? Ja, da sind wir. Moto Guzzi-Werk. Und wieso haben sie zurückgefahren? Hey, das ist, glaube ich, das gleiche Rot. Fast. Schön. Zeit für ein paar Bilder. Ich melde mich nachher nochmal. Ah, das ist eine Fahrt bis zu dem Moto Guzzi-Werk, sag ich euch. Vor allen Dingen wegen der Hitze. Die Strecke war, wie ihr gesehen habt, bis jetzt wunderschön und ich glaube, ich würde das sogar normal machen, wenn ich irgendwie so viel Zeit zusammensparen könnte. Na gut, wie dem auch sei, jetzt geht's weiter zu meinem Hotel und ihr seht, ich habe dort eine kleine Tour durch die Berge genommen. Aufnehmen war jetzt in dem Fall nicht drin, einfach war sehr anstrengend schon bis dahin der ganze Tag. Und am Schluss geht's dann straight mit der Autobahn bis zum Hotel. Ist halt dann manchmal so. Aber ihr seht auch so, die Landschaft gibt ja gar nicht mehr so viel her. Deswegen ging das super so. Okay, wir nähern uns dem Ende des Videos. Ich denke mal, wenn euch das Video gefällt, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Und besucht meinen Instagram-Channel. Der Link dafür kommt jetzt hier gleich im Video. So, ich komme jetzt an, demnächst in dem Hotel. Ich habe ja gesagt, ich melde mich nochmal. Mandello di Ladio ist natürlich schon ein paar hundert Kilometer entfernt, nein, ganz so weit auch nicht, aber es ist ein Stückchen entfernt mittlerweile und ein gutes Stückchen. Es gab eine Bergkette dazwischen, die habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, weil, oh mein Gott, oh nein. Guck mal, die Einheimischen, die machen das so, die fahren in die Gegenspur und überholen. Ob ich das auch mache? Ich habe die Koffer hinten dran, das ist halt das Ding, ne? Und dann wiederum. Warum nicht? Und das ist relativ gut sichtbar. Das halt hier jetzt rein. So. Zack und weiter. Die Einheimischen, Baby. So. Krass. Okay, krass. Gut. Nichtsdestotrotz, Hotel ist jetzt hier gleich. Ich will jetzt auf die letzten Meter natürlich auch nicht mehr irgendwo gegenfahren. V85 meine ich, keine TT. Wunderbar.
Okay, wir hatten also noch Berge dazwischen. Wieder Serpentinstraße. War natürlich schon ziemlich geil auch. Hat auch kurz überlegt, ob ich die Kamera wieder mit anbringe oder nicht. Aber ganz ehrlich, es ist das gleiche wie beim letzten Mal. Und ich musste langsamer fahren insgesamt, weil im Gegensatz zur Serpentinstraße, hier Stelvio Pass hieß der übrigens, im Gegensatz zu dem war die Oberfläche der Fahrbahn nicht gepflegt. Das heißt, du kommst in so eine Kurve und da sind 50 Milliarden Schlaglöcher. Das heißt, neben der Tatsache, dass du sowieso schon voll gefordert bist, damit dieses Motorrad um die Kurve zu kriegen, musstest du dann auch noch aufpassen, dass du nicht umkippst aufgrund dieser scheiß Schlaglöcher und weil die Reifen den Kontakt irgendwie kurzzeitig verlieren. Das war echt abartig. Also da habe ich wieder ganz schön gearbeitet. So oder so. Ich denke, hier ist ungefähr der Punkt, wo ich dieses Hotel finden muss. Mal gucken, was für uns da erwartet. Und ja. Ansonsten, italienische Schnellstraße ist wieder wie das hier. Ne? Du hast irgendeinen vor dir, der extrem langsam ist oder so. Und dann ist es das halt. Dann bist du in dem Tempo unterwegs. Ganz egal, was deine Zeitplanung durch Kalimoto so macht. Das ist einfach die, ich muss jetzt hier irgendwo rum. Jetzt hier. Ich bin daran vorbeigefahren, macht nichts. Buongiorno. B&B? Sì. Sì. Già prenotato? Sì. So, das ist jetzt der Raum, in dem ich in dieser Nacht übernachtet habe. Ein einfaches Bed and Breakfast. Zumindest auf dem ersten Blick. Auf dem zweiten Blick ist es gar nicht mal so einfach. Es ist ein ziemlich gutes Zimmer. Eigentlich, glaube ich, sogar das Beste, was ich in der Zeit hatte. Der Raum war klimatisiert mit einer Klimaanlage, die man nicht hört, was einigermaßen wichtig ist aus verschiedenen Gründen. Dann viel Platz natürlich. Es gab den kleinen Kühlschrank, in dem Getränke waren. Das Bad fand ich einfach super, so wie das ist. Ich meine, schaut euch das an, das ist toll. Ich habe abends nur auf dem Balkon sitzen können und ein bisschen was an den Videos machen können, obwohl ich natürlich dann doch nichts editiert habe. Es war eine schöne Sache. Die Strecke von diesem Tag, oh, die war am Ende dann doch sehr anstrengend. Ihr dürft nicht vergessen, ich bin morgens um 10 losgefahren und war auch hier erst so gegen 18.30 Uhr, was dann insgesamt sehr, sehr anstrengend ist. Na gut, wie dem auch sei. Es war wieder mal eine sehr schöne Strecke insgesamt, vor allem der Teil um Mandello di Lario. Und deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Ne? Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich habe es bestimmt schon ein paar Mal gesagt, ich sage es trotzdem nochmal. Lasst mir ein Like da, das hilft meinem Kanal. Teilt das Video meinetwegen und folgt mir auf Instagram. Den Link habe ich, glaube ich, schon mehrmals eingeblendet. MotoGuzzi_V7_Berlin. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Nevis LP.